Wir begrüßen euch an diesem heutigen Abend, liebe Jugendliche, liebe Filmbewerber, liebe Eltern, Geschwister, alle, die jetzt über YouTube zuschauen. Ihr habt euch in den letzten Wochen angemeldet über die Homepage, über alle möglichen Wege für die Filmvorbereitung und deshalb wissen wir auch, wer ihr seid. Doch wer wir sind, die hier auch heute Abend sitzen, das wisst ihr nicht. Und aus diesem Grund wollen wir uns ganz kurz euch einmal vorstellen. Ich bin der Patrick Jestedt, ich bin seit Sommer hier im Pastoralverbund St. Bonifatius der neue Gemeindereferent. Ich bin für die Jugendarbeit im Pastoralverbund verantwortlich und freue mich auch, dass ich somit bei der Filmvorbereitung mit dabei bin und auch bei der Planung des Konzeptes mitgewirkt habe. Ich bin auch der Ansprechpartner für euch, wenn es Probleme, Schwierigkeiten oder auch Fragen gibt rund um die Filmvorbereitung über die nächsten Monate und über den nächsten Zeitraum. Ich freue mich, diesen Weg mit euch gemeinsam zu gehen. Und wer nun die anderen sind, die werden sich selbst vorstellen. Mein Name ist Johanna Dippel. Ich wohne und arbeite seit 4 Jahren in Kirchhain und bin auch in der Gemeindearbeit tätig, ehrenamtlich. Ich mache gern Musik und habe jetzt auch letztes Jahr schon die Filmvorbereitung mitgestaltet, da großen Spaß dran gehabt und bin auch dieses Jahr wieder mit dabei. Ich habe mir zum Beispiel für euch ausgedacht, dass wir gemeinsam einen Kurs machen, in dem wir die Bibel bunt bemalen. Das nennt sich Bibelart. Da beschäftigen wir uns ein bisschen mit der Bibelstelle und jeder kann da kreativ werden und seine eigene Bibelstelle bemalen, bekleben, beschriften, wie er das möchte. Hallo, ich bin Philipp Dippel. Ich bin der Mann von Johanna und wohne dementsprechend auch seit 4 Jahren hier in Kirchhain und bin auch einige Zeit schon in der Gemeinde ehrenamtlich aktiv als Lektor oder eben auch mit Musik im Gottesdienst. Und im letzten Jahr habe ich schon bei der Filmvorbereitung mitgemacht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und deswegen bin ich diesmal gerne wieder mit dabei und werde für euch unter anderem die Angebote des TC-Abends und des Lobpreisabends organisieren. Da dürft ihr auch gerne mitmachen, wenn ihr ein Instrument spielt. Also kommt da gerne auf mich zu, dann könnt ihr hier auch gerne mitwirken, sofern Corona das zulässt. Und die Angebote, die ich auch dabei habe, sind die Aktion Asker hilft und die Altkleidersammlung. Da geht es ein bisschen darum, auch was für die anderen zu tun und da sich einzusetzen. Zu Beginn dieses Abends wollen wir euch erstmal die wichtigsten Eckdaten zur Firmung und zur Firmenvorbereitung an die Hand geben. Und das wird die liebe Johanna machen. Dieses Jahr ist es eine Premiere, weil wir alle gemeinsam aus dem Pastoralverbund die Firmenvorbereitung zusammengestalten. Deswegen sind wir auch richtig viele. Es haben sich nämlich über 100 Firmenbewerber angemeldet. Das heißt, wir sind eine richtig große Gruppe voller junger Leute, was richtig schön ist. Es ist so, dass die Firmung an sich im Mai stattfinden wird, nächstes Jahr am Pfingstwochenende. Das ist der 22. bis 24. Mai. Und gefirmt werdet ihr vom ehemaligen Jugendpfarrer Thomas Reinze. Vielen Dank, Johanna, dafür. Wir wollen euch jetzt ein bisschen mehr über das neue Firmenkonzept erzählen, was wir für euch erarbeitet und entworfen haben. Und dazu, Philipp, kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, wie das Konzept aussehen wird? Sehr, sehr gern. Denn heute oder dieses Mal haben wir einen ganzen Baukasten zusammengestellt für die Firmlinge, wo man sich dann ganz individuell seine Parts rausnehmen kann. Seine Bausteine und es gibt Pflichtbausteine, die wir haben. Es gibt aber auch Wahlbausteine, die man dann wählen kann. Okay, und was ist bei den Pflichtbausteinen enthalten? Was müssen die Jugendlichen auf jeden Fall besuchen und abgedeckt haben? Mhm. Genau, da gibt es 3 verschiedene Dinge. Als erstes muss man einen der Glaubenskurse gemacht haben. Das ist entweder über mehrere Wochen verteilt, Abendstermine, oder halt an einem Block gibt es auch einen Glaubenskurs und einen davon müsst ihr quasi belegen. Ein zweiter Punkt ist, oder zweiter Baustein, ist die erklärte Heilige Messe. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen komisch, was heißt das eigentlich? Aber bei uns in der katholischen Kirche stecken eben sehr viele Details, sehr viele Nuancen drin und Erklärungen, Symboliken, die man im Gottesdienst hat, die man auch als normaler Christ vielleicht gar nicht so kennt, auch wenn man jeden Sonntag im Gottesdienst ist. Und man kann halt noch mal viel besser den Gottesdienst mitfeiern, wenn man weiß, was heißt das eigentlich. Und deswegen erklären wir euch das nochmal in einer erklärten Heiligen Messe. Und der dritte und letzte Pflichtbaustein ist der Abend der Versöhnung. Was steckt da dahinter? Es geht darum, dass ihr zur Firmung geht und da den Heiligen Geist nochmal besonders zugesprochen bekommt. Und da ist es ja wichtig, dass man einfach im Reinen ist mit Gott und aufgeräumt hat innerlich. Und beim Abend der Versöhnung kann man bei guter Musik
einfach nochmal selbst reflektieren, wo gibt es Dinge, die irgendwie quer liegen, die mich belasten und möchte ich die irgendwie loswerden. Und dann kann man mit dem Priester ins Gespräch kommen und dort dann ja, einfach mal über die Dinge sprechen. Man kann sogar beichten. Und ja, an der Stelle möchte ich noch eine Lanze brechen für die Beichte. Man hat da manchmal vielleicht so ein bisschen Angst, wenn man noch nicht weiß, was heißt das eigentlich. Da braucht ihr aber keine Angst vor zu haben, denn Beichte ist was Schönes. Da werde ich befreit und kann mal allen Müll abgeben, den ich so mit mir rumschleppe. Und danach, nach dem Abend der Versöhnung, seid ihr dann perfekt vorbereitet auf den Empfang der Firmung. Deswegen ist das ein Pflichtbaustein. Vielen Dank. Ich glaube, wichtig dazu ist auf jeden Fall noch zu sagen, wir haben sowohl zu den Glaubenskursen Abenden der Versöhnung, erklärte Heilige Messe, mehrere Angebote. Das heißt, es gibt nicht nur einen Glaubenskurs und nicht nur einen Abend der Versöhnung. Ihr könnt nach eurem zeitlichen Verfügung, je nachdem, wo ihr noch weitere Aktivitäten habt und wie ihr es möglich habt, könnt ihr euch für gewisse Angebote anmelden und müsst nur einen jeweils von den einzelnen Angeboten auf jeden Fall besuchen und wahrnehmen. Jetzt haben wir den Pflichtteil, aber kommen wir mal zu den Wahlbausteinen. Was enthalten die Wahlbausteine? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, da haben wir eine ganze Batterie von Angeboten zusammengestellt und die haben wir in drei Kategorien eingeteilt. Also einmal Diakonie, so der Dienst am Nächsten, am Anderen, geistlich-spirituell mit Selbst und Gott in Verbindung kommen, da nochmal tiefer zu gehen und auch noch gewisse Teile zur Glaubensvermittlung, die noch ergänzend zu den Glaubenskursen dazukommen. Und da gibt es in jeder dieser Kategorie eigentlich eine ganze Reihe an verschiedenen Angeboten. Wenn ich mich jetzt für einen Pflichtbaustein oder auch für einen Wahlbaustein anmelden möchte, wie funktioniert das? Das geht diesmal auch komplett digital. Über die Plattform Eventbrite haben wir da ja, hast du in fleißiger Arbeit alles zusammen eingestellt. Und genau, im Firmenheft gibt es in jedem, also da kommen wir nachher nochmal zu, wie das genau aussieht, aber in jedem Angebot gibt es einen kleinen QR-Code unten, den man abscannen kann, wo man dann direkt zu der Anmeldung kommt. Oder eben auf der Internetseite des Pastoralverbundes, da haben wir auch nochmal alle Veranstaltungen für euch verlinkt, dass ihr die alle auch auf jeden Fall findet und euch anmelden könnt. Wenn ich jetzt die Wahlbausteine habe, woher weiß ich dann jetzt, welche Wahlbausteine ich in einzelnen Kategorien auf jeden Fall machen muss oder wie viele an der Zahl? Gibt es da für mich eine Orientierung? Genau, da haben wir ein Punktesystem eingeführt, wo wir pro Veranstaltung, je nachdem wie umfangreich die ist, eben verschiedene Punkte vergeben. Und man dann eine gewisse Punktzahl erreichen soll, die man dann eben pro Kategorie, kann man sich das eintragen im Firmenheft, welche Punkte, welche Veranstaltungen, mit welchen Punkten habe ich schon besucht. Und so kommt man dann auf die Summe der Punkte, die man pro Kategorie erreichen soll. Dabei ist auf jeden Fall auch nochmal für euch zur Orientierung wichtig zu sagen, ihr sollt sowohl Pflichtbausteine abgedeckt haben, von den Wahlbausteinen solltet ihr euch ein paar auf jeden Fall auch raussuchen. Dazu dienen euch dann diese Punkte. Ihr müsst aber auf jeden Fall nicht genau diese Punkte erreichen, wenn ihr ein bisschen drüber seid oder auch vielleicht euch ein Punkt fehlt. Das ist dann auch nicht schlimm. Sie dienen wirklich euch nur zur Orientierung. Wir werden es nicht kontrollieren. Da vertrauen wir auf jeden Fall auf euch. Aber wenn ihr diese Punkte erreicht habt, dann wisst ihr selbst, ihr seid gut für die Firmung vorbereitet und habt sozusagen euer Soll erfüllt. Vielen Dank. Damit haben wir auf jeden Fall einen guten Einblick in das ganze Konzept der Firmenvorbereitung erhalten. Ein bisschen mehr werden wir euch noch später verraten. Alles haben wir noch nicht getan. Wenn wir uns dann das Heft anschauen und da einen Blick mal reinwerfen, dann werdet ihr noch weitere Dinge entdecken und werden wir euch zeigen. Aber jetzt wollen wir auch erstmal das gesamte Firmenteam der Firmenvorbereitung vorstellen, wer denn da alles mit dabei ist und auch bei welchen Angeboten ihr die antreffen könnt. Und das wollen sie auf jeden Fall euch persönlich machen. Hallo, mein Name ist Markus Vogler, ich bin Pfarrer hier in der Seelsorge einer der Lüneburg und bin mit euch gemeinsam auf dem Weg zur Firmung. Mein Angebot für euch ist ein Alpha-Kurs für Jugendliche. Es sind 8 interaktive Treffen mit einem kleinen Videoimpuls, über den wir dann ins Gespräch kommen und anhand dieses Videoimpulses dann die wichtigsten Themen unseres Lebens und Glaubens besprechen. Ein zweites Angebot ist eine erklärte Heilige Messe. Ich versuche euch die Inhalte näher zu bringen, damit ihr versteht oder immer besser versteht, was wir da eigentlich feiern. Ich freue mich, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein. Hallo, ich bin Diakon Jockel. Ich bin dabei bei der JUCAT Firmenkatechese. JUCAT ist eine Erfolgsstory, an dem junge Menschen mitgewirkt haben und die entwickelt wurde speziell für junge Leute, also für euch. Außerdem bin ich Ansprechpartner bei eurem sozialen Engagement. Wenn ihr also Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Und drittens,
bin ich beim Glaubensstammtisch dabei, zusammen mit Jonas Werner und Martin Passek, wollen wir in einer lockeren Runde über eure Fragen, Anregungen zum Thema Glauben und Kirche zusammen diskutieren. Ich freue mich, dass ich mit euch ein Stück gehen kann bis hin zur Firmung. Bis dann. Tschüss. Hallo, ich bin Andrea Tomanek, ich bin Gemeindereferentin und ich bin dieses Jahr auch wieder bei der Firmenvorbereitung dabei. Und ich freue mich auf die Begegnungen mit euch, unter anderem bei Pizza oder Pasta Talk. Das heißt, wir werden uns was Gutes zu essen machen und kommen dann an einem schön gedeckten Tisch über Themen ins Gespräch, die euch am Herzen liegen. Außerdem möchte ich mit euch einen Osterweg gestalten. Das heißt, wir werden die Leidensgeschichte Jesu, seinen Tod und seine Auferstehung einmal in einem ganz anderen Licht und auf ganz andere Art und Weise betrachten. Bis dann. Ich freue mich, dass es bald losgeht. Hallo, ich bin Joshua. Hallo, ich bin Pia. Hallo, ich bin Jonas. Und ich bin der Martin. Wir sind ein Team. Mit uns könnt ihr die fünftägige Filmfahrt machen. Und vor allem viel erleben. Die Hanna und die Petra, die heute nicht hier sind, gehören auch zu unserem Team. Wir freuen uns auf euch. Hallo, ich bin Petra. Hallo, ich bin Hanna. Und wir gehören auch zu dem Team aus Kirchheim. Und ihr werdet uns sicherlich in Valenda treffen oder je nachdem bei der Blogveranstaltung Kirchheim. Aber ganz bestimmt auch bei der einen oder anderen Wahlveranstaltung. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss. Jetzt wollen wir euch auf jeden Fall das Filmheft vorstellen. Von dem haben wir den ganzen Abend schon mehrfach gesprochen und ihr seid bestimmt schon gespannt, ein bisschen mehr darüber zu erfahren und natürlich auch einen kleinen Einblick zu erhalten. Und das wollen wir nämlich auch tun. Und Philipp, wie sieht denn dieses Filmheft aus? Was für Inhalte kann ich da drinnen? Also im Filmheft ist erstmal alles Wichtige drin, was man um die Firmung wissen muss. Das Konzept wird dann nochmal erklärt, also wie funktioniert das hier überhaupt mit den Punkten und mit allem, was wir jetzt schon so ein bisschen angerissen haben bisher. Was sind so die Sachen, die ich grundsätzlich zur Firmung wissen muss? Was muss ich vielleicht beachten bei der, na gut, eigene Anmeldung haben wir schon erledigt alle, aber wenn mein Firmenpate mit wird, kann das werden? Was muss der vor Voraussetzungen erfüllen? Wie muss ich mich anziehen bei der Firmung? Also das sind solche Dinge, die wir da schon mal drin haben. Aber natürlich auch solche Sachen wie, welche Regeln sind zu beachten, jetzt was Corona angeht und so weiter. Und natürlich auch nochmal alle Angebote werden vorgestellt. Also man hat hier nochmal einen Überblick über die Pflichtbausteine, die wir eben genannt haben, aber auch, die kennt ihr jetzt noch nicht alle, die Wahlbausteine, was es da so gibt. Und dann eben auch den QR-Code, den wir schon angesprochen haben, wo man sich anmelden kann. Wir sind jetzt im Pastoralverbund und natürlich ist ja auch ein großes Feld, viele Kirchen, wo man auch beim Gottesdienst teilnehmen kann. Gottesdienst auch noch ein Stichpunkt, zu dem wir gleich zu sprechen kommen. Aber auch natürlich viele verschiedene Fachbüros, wo man sich an alle Leute wenden kann oder wenn man auch nochmal Fragen hat, finde ich da auch irgendwie eine Anlaufstelle, an wen kann ich mich wenden, zu welchen Fragen und zu welchen Themen? Ja, genau. Also wir haben alle Kontaktdaten von uns Katecheten mit drin. Das heißt, für die Angebote, wenn es da Rückfragen gibt, kann man sich nochmal dran wenden. Da wisst ihr auch, bei jedem Angebot steht auch dabei, wer verantwortlich ist, also wen ihr ansprechen könnt. Und natürlich sind auch die Kontaktdaten von allen Fahrbüros dabei, wo ihr wisst, okay, da kann ich mich hinwenden, wenn ich noch irgendwelche anderen organisatorischen Fragen habe. Und zum Thema Gottesdienste, genau, kommen wir jetzt gleich auch. Da steht auch nochmal drin, wann ist grundsätzlich in welcher Gemeinde der Gottesdienst, wann findet der statt. Aber da auch die Info oder für euch einfach jetzt gerade durch Corona wird immer mal sich was ändern, also dass ihr euch da vorher auch immer noch mal informiert, findet der jetzt tatsächlich statt, beziehungsweise gibt es in jeder Gemeinde ein bisschen andere Abläufe, wie man sich anmeldet für den Gottesdienst, was im Moment halt wichtig ist, dass ihr euch da vor Ort einfach auch noch mal informiert. Aber das kriegen wir dann, aber alle Kontaktdaten, die ihr braucht, um die Fragen loszuwerden, die ihr habt, sind da enthalten. Genau, und diese ganzen Infos findet ihr auf jeden Fall auch auf der Homepage, gerade unter der Rubrik Firmenvorbereitung 2021. Gerade auch das ganze Heft ist dort digital abrufbar, was ihr auf jeden Fall auch nach diesem Video dann auch schon tun könnt, um den ersten Einblick schon mal zu erhaschen. Aber eine Sache gibt es, was im Heft drin ist, aber nicht auf der Homepage zu finden ist. Damit hat das Firmenheft ein kleines Alleinstellungsmerkmal und eine Besonderheit, die euch über die Firmenvorbereitung auch begleiten soll. Und was das ist, das wird uns die Johanna erklären. Schieß mal los. Genau. Ja, ihr habt euch ja alle zur Firmung angemeldet, um mal euren Weg mit Christus weiterzugehen und den Heiligen Geist zu empfangen. Und es ist einfach in diesem Zuge auch wichtig, dass ihr die Gottesdienste besucht, weil das ein besonderer Teil des christlichen Glaubens ist und auch einfach
zeigt, dass wir den Glauben gemeinsam leben. Und deswegen ist es super wichtig, dass ihr auch lernt, wie so ein Gottesdienst abläuft und was da eben alles so mit sich auf sich hat. Und eben der regelmäßige Besuch ist auch wichtig, der Gottesdienste. Und damit ihr da einen besseren Überblick habt und vielleicht auch noch einen kleinen Anreiz bekommt, haben wir für euch eine Impulssammlung zusammengestellt, sodass ihr nach jedem Gottesdienst, den ihr besucht habt, nochmal ein kleines Giveaway sozusagen bekommt zu dem Gottesdienst, den ihr dann besucht habt. Wie muss ich mir denn dieses Giveaway denn vorstellen? Was erwartet mich da? Nach den Gottesdiensten bekommt ihr einen kleinen Sticker. Ihr kennt vielleicht von eurer Kindheit noch diese Panini-Alben oder diese Sticker-Alben. Und wie viel Spaß das macht, das alles zusammenzusammeln und dann vielleicht auch eine Seite voll zu haben. Und das ist auch bei euch im Firmenheft so, dass ihr einen Raster habt, wo ihr die Sticker dann einkleben könnt. Jeder einzelne Sticker beinhaltet einen Impuls. Das kann mal ein Bibelvers sein, mal ein kleines Gedicht oder ein QR-Code, hinter dem sich noch mehr interessante Inhalte verstecken. Und den dürft ihr dann einkleben und aus diesen vielen kleinen Stickern ergibt sich dann am Ende noch ein Gesamtbild. Ja, vielen Dank, Johanna, dafür. Jetzt haben wir sehr viel erfahren, Kunterborn, wir haben das Firmenheft erlebt, wir haben über das ganze Konzept gesprochen, wir haben die einzelnen Katecheten kennengelernt. Jetzt wollen wir aber natürlich nochmal die wichtigsten Sachen zusammenfassen, die euch für euch jetzt wichtig sind, was ihr jetzt wissen solltet. Und Johanna, was sind jetzt so die wichtigsten Sachen, die auf jeden Fall jetzt wichtig sind für die Jugendlichen? Unsere nächste Veranstaltung findet am 15.12. um 20 Uhr abends statt. Das wird ein Infotermin sein, an dem ihr nochmal die Möglichkeit habt, Fragen zu stellen. Da wir uns leider im Moment nicht persönlich treffen können, findet dieser Termin online statt über das Programm Microsoft Teams. Den Link dazu habt ihr schon per Mail zugeschickt bekommen. Ab dem 18.12. startet die Anmeldung für die ganzen Angebote. Diese findet über Eventbrite statt. Das ist eine Internetseite, über die ihr euch anmelden könnt. Da die Anzahl sehr begrenzt ist bei manchen Angeboten, ist es wichtig, dass ihr euch zügig anmeldet, damit ihr auch eure Wunschangebote wahrnehmen könnt. Am 20.12., das ist der vierte Advent, findet der erste Gottesdienst statt, an dem ihr Impulse sammeln könnt. Und ab da könnt ihr euch nach jedem Gottesdienst einen Impuls abholen. Nach den Weihnachtsferien starten dann die Angebote, sprich die Pflicht- und die Wahlveranstaltung. Unsere Firmung findet am 22. bis 24. Mai 2021 statt. Das ist das Pfingstwochenende im Mai, genau. Nach dem Ende dieses Videos findet ihr eine digitale Version des Firmenheftes und alle Informationen und Angebote auf der Website des Pastoralverbundes. Diesen Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Vielen Dank, Johanna, für die umfassende Zusammenfassung der nötigsten Infos jetzt nochmal am Ende. Wir wollen auf jeden Fall jetzt mit euch gemeinsam ganz offiziell den Start der Firmenvorbereitung einläuten. Und dazu holen wir uns noch jemanden dazu und wollen auch noch einen Ortswechsel vornehmen. Also bis gleich. Wir befinden uns jetzt hier in der Stiftskirche in Amöneburg und wie angekündigt haben wir uns jemanden dazu geholt, nämlich den Pfarrer dieser Gemeinde und den Moderator des Pastoralverbundes. Und er möchte jetzt noch mal ein paar Worte an euch richten. Liebe Jugendliche, ich freue mich, dass wir in diesem Jahr mit über 100 Firmenbewerbern gemeinsam auf dem Weg zur Firmung sind. In den letzten Minuten habt ihr kennengelernt, welche Angebote für euch bereitliegen, welche Inhalte ihr euch zusammenstellen könnt für eure Firmenvorbereitung. Und ihr habt auch gesehen, wer mit euch unterwegs ist. Und deshalb ist es gut, dass wir jetzt endlich mit der Firmenvorbereitung starten. Und aus diesem Grund wollen wir auch keine Zeit mehr verlieren und wollen mit euch gemeinsam die Firmenvorbereitung einläuten. Und das wollen wir tun, indem wir die Kirche komplett in Konfetti hüllen. Und das wollen wir tun, indem wir von 10 runterzählen. Und das dürft ihr gerne mit uns gemeinsam von zu Hause machen. Und damit wollen wir beginnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und dieses Firmenheft könnt ihr euch ab Montag in den ganzen Fahrbüros des Pastoralverbundes abholen während den Öffnungszeiten. Also viel Spaß damit. Wir sehen uns bei den ganzen Angeboten.